Mike Tindall verrät Details über Weihnachtsessen in Sandringham. Weihnachten bei den britischen Royals, wie kann man sich das eigentlich vorstellen? Über die familiären Traditionen der Königsfamilie hinter verschlossenen Türen ist wenig bekannt. Doch Mike Tindall, 44, bringt jetzt ein wenig Licht ins Dunkle. Der Ex-Rugby-Spieler, der mit Prinzessin Annes, 72, Tochter Zara Tindall, 41, verheiratet ist, plaudert in der vergangenen Folge des Podcasts Joe UKS House of Rugby Details über die Sitzordnung während des royalen Weihnachtsessens aus. Die königlichen Kinder sitzen getrennt von ihren Eltern und den anderen Senior Royals. Zum ersten Mal seit 3 Jahren wurden die königlichen Weihnachtsfeierlichkeiten wieder auf dem Anwesen Sandringham in Norfolk abgehalten. Ein schreiendes Baby oder launisches Kind hat am Erwachsenentisch nach Mikes Aussage nichts zu suchen. Nach Aussagen des ehemaligen Küchenchefs der verstorbenen Königin Darren McGrady war die Aufrechterhaltung dieser Tradition für Queen Elizabeth, 96, besonders wichtig. Er erzählte, dass man bei der Königin niemals einen Hochstuhl an den Tisch stellen würde. Wenn ein kleines Baby quiekt und mit Essen wirft. In der Vergangenheit verriet er bereits, dass traditionelle Truthähne am Weihnachtstag serviert werden. 2022 wurde Prinzessin Anne, 72, erneut zum am härtesten arbeitenden Royal gewählt. Absolvierte die meisten Termine. Beim traditionellen Spaziergang mit der britischen Königsfamilie in Sandringham fehlte sie jedoch als einzige. Aber warum? Auf dem Weg zur Weihnachtsmesse in der St. Mary Magdalene Kirche am 25. Dezember gab es einige Überraschungen und Premieren. Es war das erste Fest ohne Queen Elizabeth, 96, und für König Charles, 74, als royales Oberhaupt sowie für Prinz Louis, 4, der alle verzauberte. Der in Ungnade gefallene Prinz Andrew, 62, kam dennoch und seine Tochter Prinzessin Beatrice, 34, brachte sogar ihren Stiefsohn Christopher Wolfie Wolf mit. Und dann fehlte da eine wichtige Person, Prinzessin Anne. Sie erschien nicht an der Seite ihrer Kinder Zara Tindall, 41, und Peter Phillips, 45, sowie deren Familien. Das britische Hello-Magazin geht davon aus, dass die Tochter der verstorbenen Monarchin angeblich erkältet sei und deshalb nicht teilnehmen konnte. Eine andere Erklärung für die sonst so zuverlässige Prinzessin würde einfach nicht passen. Sie haben News verpasst, die Royal News der letzten Woche lesen Sie hier. Verwendete Quellen: hellomagazine.com, Express.co.uk.